Hallo, mein Name ist Christine Vogler. Ich bin Krankenschwester seit 30 Jahren, bin seit vielen, vielen Jahren berufspolitisch aktiv und bin Leiterin einer großen Bildungseinrichtung in Berlin, die viele Pflegende ausbildet und bin unter anderem auch Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerates. Und die Grüße vom Deutschen Pflegerat möchte ich hier gerne überbringen für den Digital Walk of Care, für alle Menschen, die sich daran beteiligen, für die Menschen, die ihn organisiert haben. Und freue mich, dass ich hier am Tag der Pflegenden ein kurzes Statement abgeben darf. Und ich bin immer wieder begeistert über die letzten Jahre, über den Walk of Care und auch, dass die Menschen das geschafft haben, auch in der jetzigen Zeit, wo große Menschenansammlungen leider nicht möglich sind, um mit Nachdruck das zu fordern, was wir brauchen, trotzdem hier so präsent sind, auch im Netz. Und deswegen will ich hier nochmal deutlich sagen, das, was hier gefordert wird, die 5 Punkte, die fordert der Deutsche Pflegerat seit Jahrzehnten und deswegen freuen wir uns, dass immer wieder auch junge Leute kommen, die einfach auch genau sagen und hier wieder ansetzen und dass wir eben nicht aus der Puste kommen und es immer weiter vorantreiben, dass eben auch die Pflegeberufe sich in Deutschland gut entwickeln und überhaupt auch die Gesundheitsberufe und sich etablieren. Also gesetzliche Personalbestimmung natürlich, es wird Zeit, dass wir endlich einen Schlüssel haben, dass wir wissen, was brauchen wir eigentlich und dass das auch bezahlt werden muss, damit Versorgung von Kranken und Bedürftigen vernünftig passiert. Gute Ausbildung sowieso, das ist gar keine Frage. Weiterbildungsordnung, Studienmöglichkeiten, dass wir uns weiterentwickeln können, dass die Pflege sich professionalisieren kann. Gerechte Finanzierung statt Gewinnmaximierung natürlich. Bildung, Wohnen und Gesundheit ist nichts, womit man Geld verdienen dürfte, sondern was einfach der Gesellschaft ganz sicher auch zugestanden werden muss. Und politische Mitbestimmung für alle Gesundheitsberufe und zwar institutionalisiert, ganz wichtig. Und der Tag der Pflegenden steht dafür, dass eben darauf geschaut wird, unter welchen Bedingungen arbeiten wir als Pflegende eigentlich, wie bilden wir aus, wie sind die Bedingungen geschaffen für die Ausbildungsstätten, wie für die praktischen Einsatzorte. Und Pflege kann so verdammt stolz sein auf das, was sie tut. Wir arbeiten alle im ambulanten, im stationären Langzeitbereich, im Krankenhaus und tun jeden Tag unglaublich viel dafür, dass wir in einer wirklich auch lebenswerten Gesellschaft leben. Das ist die Aufgabe jeden Tag von Pflegenden, weil sie eben den Menschen hilft, denen es schlecht geht, die bedürftig sind und die Hilfe brauchen. Und deswegen müssen Pflegende vernünftige Arbeitsbedingungen haben. Und hier unterstützen wir vollumfänglich die Forderungen des Digital Walk of Care. Und ich freue mich auf alle anderen, die das auch machen und würde mich freuen, wenn wir in Zukunft weiter, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind an manchen Stellen, immer auch weiter für die Pflegenden uns einsetzen. Viele liebe Grüße. Ciao.